Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ihr seid wahrscheinlich auf dieses Video drauf gekommen, weil ihr das ja wahrscheinlich im Chat gesehen habt. Und Snow, ja, toll. Ja, die Skyblocks wurden gelöscht, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Und das, ja, es gibt einen Grund. Und der Grund ist nämlich, ja, der, dass der Skyblock-Entwickler, also das, der Plugin-Schreiber, der hat einfach seinen Plugin gelöscht. Und somit wird kein Update mehr folgen. Und da die 1.8 jetzt bald rauskommt, ja, müsste der Server theoretisch dauerhaft auf der 1.7.9 sein. Und selbst da gab es ja schon viele Fehler, Probleme und Bugs. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, ein neues Plugin zu holen, das vor ein, zwei Wochen auch schon geupdatet wurde. Das heißt, es ist aktuell und wahrscheinlich wird er das jetzt nicht löschen. Und ja, als Entschuldigung haben wir das jetzt so beschlossen, dass die Top 10 der Skyblocker, man konnte ja /ES-Top machen, dann konnte man ja sehen, wer in der Top 10 war. Und die Top 10 bekommen, also wenn man 500 Level hatte, hat man noch 3-0 dazu bekommen und man hatte dann 500 Sushi-Coins bekommen. Oder man bekommt jetzt 500 Sushi-Coins, wenn man 500 Level hatte. Das Problem ist, der über die Top 10 ist, bekommt leider kein Geld, da wir nicht alle, ja, schätzungsweise, ja, 80 aktive Player, wir können nicht jedem das Geld geben, das ist unmöglich. Und das Problem ist auch, das alte Plugin, man konnte nur die Top 10 sehen. Man konnte natürlich die 2800 registrierten SushiCraft-Leute alle nachgucken, wie viel Level die hatten und denen alles Geld geben. Ist unmöglich, das wisst ihr wahrscheinlich. Und ja, an dieser Stelle noch, falls ihr ja jetzt enttäuscht seid, dann geht und beleidigt nicht rum, weil ja, das ist wirklich ja scheiße. Und deswegen, wenn ihr nicht zufrieden seid, dann geht einfach. Wir werden aber noch für die Untertop 10, die bekommen ja kein Geld. Deswegen haben wir mit uns, ja, okay. Das ist noch, ja, okay. für die Leute, die unter den Top 10 sind, denen geben wir auch was zurück. Nicht Geld, sondern wir machen, also heute ist ja Freitag, also heute, morgen wäre sowieso ein Event und Sonntag machen wir Events, wo wir ganz viel Erde, ganz, ganz viel Cobblestone, viel Holz und Diamanten, Gold, Eisen, ganz viel werfen, damit ihr euer Skyblock ganz schnell aufbauen könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir, 300 Level hattet, 200 Level, könnt ihr vielleicht mit diesem Event, mit dieser Aktion, sogar mehr bekommen. Und ja, das ist auch was Gutes. Natürlich, die Leute, die 500, das geht gar nicht. Ihr hättet maximal 250 Level haben können, um unter der Top 10 zu sein. Also habt ihr jetzt nicht so viel verloren. Das ist ja, ne, wenn ihr jetzt bei diesen Events teilnimmt, selbst am einen Tag, dann werdet ihr so viel Erde und so bekommen, dass es möglich sein sollte, die 250 Level mindestens, weil ihr, hättet ihr 300 Level gehabt, wärt ihr in der Top 10 gewesen, würdet ihr locker, ihr werdet das locker in ein paar Tagen hinkriegen können. Und ja, ich werde jetzt hier ganz kurz noch ein Skyblock-Tutorial verlinken. Das ist nämlich ein neues Plugin und da erklären Hotschno und ich alle Befehle. Und wir zeigen noch kurz die Questwelt, aber es gibt dafür noch ein ausführliches Tutorial für das Quest. Werde ich jetzt auch verlinken, also einfach auf den Bildschirm drücken oder auf das Video. Und ja, nicht auf den Bildschirm drücken, natürlich auf das Video drücken. Und ja, wir zeigen kurz die Questwelt. Das ist nämlich ein Ersatz für die Challenges. Okay? Und Hotschno steht da schon. Nein, doch, Hotschno. Wir müssen hier rein in die Welt. So. Ihr seht schon, auf welche Version sind wir? Warum gibt es hier Tomaten und so? Oder Äpfelkörbe? Hier ist das Adrundal Texturen Pack. Ich habe das Adrundal Texturen Pack mit Optifine. Das könnt ihr auf der Webseite sehen. Wenn ihr auf SushiCraft, also http://sushicraft.com
server.net eingibt, wie die Server-IP, dann werdet ihr einen Slider sehen, da steht, den Server mit anderen Augen sehen oder so. Drückt ihr einfach drauf auf Download und dann könnt ihr entweder Optifine oder MC-Patcher holen oder beides. Mit MC-Patcher seht ihr diese Blöcke sogar in der Hand. Wir werden diese Extra-Blöcke, das sind ungefähr 100 Extra-Blöcke, oder ich weiß nicht, wie viele das sind, teilweise verteilen. Dann könnt ihr die auch auf dem Skyblock verteilen. Und es gibt auch in den Quest bekommt man diese besonderen Blöcke. Natürlich seht ihr die nur, wenn ihr Adrundal mit Optifine oder mit MC-Patcher oder Adrundal mit Optifine und MC-Patcher installiert habt. Und ja, mit MC-Patcher ist der Vorteil, dass man die halt in der Händen sieht. Ich habe kein MC-Patcher drin, weil das bei mir leider leckt. Warum auch immer. Könnt ihr sehen. Sandstein. Ist okay. Das heißt, wenn ein Spieler ohne Adrundal kommen würde oder nur mit Adrundal und ohne Optifine, würde er hier Sandstein sehen. Also bitte installiert Adrundal mit Optifine oder mit MC-Patcher. Bla bla. So. Hodgson, komm. Oder nee, wir können ja zum. Nee, zum Fischer. Nee. Wenn über dem Skin von diesem Typen kein Notenblock ist, dann ist er nicht aktiviert und hat somit keine Mission, okay? Wir werden das nach und nach natürlich Missionen machen. Die sind nur ziemlich schwer, die auszudenken, Monologe auszudenken, das dauert ein bisschen. Deswegen, ja. Okay, falls Leute, ja. Falls ihr hier runterfällt, fällt, egal. Dann müsst ihr hier, könnt ihr wieder hier hochkommen. Und ja. Nur kurz so ein Tipp. So. Genau, dann kommen wir mal hier hin und zeigen mal, wie das funktioniert. Wir gehen, glaube ich, zu der Tiermission. Da gibt es nämlich auch am meisten. Ja, hier ist noch, wird noch alles gebaut. Das ist Adrun, da ist halt, ihr seht, das ist voll kompliziert. Wir kopieren nichts. Wir benutzen keine Schematics oder so. Wir bauen das alles von alleine. Und diese Häuser dauern nun mal pro Stück einen Tag. Manche dauern 2 Tage. Und ja, es ist halt extrem aufwendig. Für die Leute, die. Ja, ich sag's einfach mal, hier war eine Wüste, eine ganz normale Wüste. Wir haben alle Berge selber gebaut und so weiter. Und deswegen, es wird nach und nach Sachen kommen, es werden nach und nach mehr, Snow, das ist jetzt wirklich. die Waldfee hat auch keinen Notenblock, also kann man nichts machen. So, wir haben aber hier Mission. Oh nein, wir müssen zum Schiff kommen. Wir müssen da lang. Hodgson, kommst du? Wo bist du, Hodgson? Hodgson? Ah, da bist du ja. Okay, hier gehen wir zum schönen Lagerhaus. Ja, ihr seht auch hier keine, das sind Teppiche, aber Adrundal sind das, ja, Teller. So, ihr seht hier, was für eine Vielfalt an Blöcken es hier gibt. Seile, es gibt Kisten und so weiter. So, jetzt gehen wir mal zum Schiff. Und hier gibt es nämlich die ersten Missionen. Ach so. Natürlich, ich sehe hier keine Notenblöcke, da ich ja meine Texturen ausgemacht, Animationen ausgemacht habe. Ich kann ja die mal kurz anmachen. So, jetzt seht ihr hier die ganzen Notenblöcke aufploppen und wenn ihr jetzt Rechtsklick macht, ich mache mal zum Beispiel, ich mache die Zombie-Mission, mache ich Rechtsklick? So, dann steht ja, schreibt die Questanzahl, die du haben willst. Ohne den Slash in den Chat. Die muss ich noch einfügen, sorry. Ja, das heißt, ich würde die Mission, sagen wir, 300 machen. 500 Zombies töten. Mach ich 3? Ja. Du hast die Mission 100 nicht gemacht oder kein Eisenschwert. Das heißt, man braucht für die Mission manchmal auch Sachen. Wie zum Beispiel bei der 500er Mission braucht man ein Eisenschwert und du musst die 100 Zombie Mission geschafft haben. Das heißt, ich muss die 10er... nein, ich muss jetzt wieder Rechtsklick auf den Typen machen. Und so. Und ja, du brauchst dann halt... Ich brauche ein Steinschwert. Das cheate ich mir kurz. Mache ich Rechtsklick. Und mache ich ein. So. Und dann kann man sagen, ja, ich nehme die an. Und dann kann man die annehmen. So. Aber aufs Genaue komm ich aber noch nachher. Und nicht jetzt. Und das war's eigentlich alles, oder, Hodgson? So, die kleinen Neuigkeiten, außer das Tutorial, das machen wir gleich. Das könnt ihr ja dann angucken. Ich werde auch in der Videobeschreibung die 2 Videos verlinken. Also das Skyblock-Tutorial und das Quest-Tutorial. Ja, scheint so, dass ich alles gesagt habe. Leute, das tut uns wirklich leid.
unsere Skyblocke sind auch weg, unsere Arbeit ist auch weg und ja, das ist ziemlich scheiße, wir wissen es. Ihr müsst uns nicht dafür verurteilen, das bringt nichts, es kommt dabei nichts raus und ja. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich mal und wir sehen uns nachher dann im Tutorial und bis dann und viel Spaß noch auf dem Server. Tschüss.